Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Ja, hallöchen, der AKI wieder mal mit von der Partie. Alle Infos zu mir und zu meinem Kanal findet ihr in der Infobox. Ich finde es gerade sehr amüsant, wie uns die kleine Juna den Popo zustreckt. Ja, sie ist ja jetzt auch ein Kleinkind. Ja, Gott sei Dank, da können wir jetzt endlich was schaffen mit ihr. Ich finde es auch lustig, wie Haru da so gespannt hinguckt. Der guckt seinem Kind zu. So, Haru, guckst du deinem Kind jetzt zu, wie es dir den Popo zeigt? Oh, die hat Hunger. Ja. Oh ja. Haru? Du kümmerst dich bitte um dein Kind. Du könntest ihr... Gib ihr irgendwas. Halt, Essen aus dem Inventar kann... Oh, er will... Heieiei. Summer wird aus unseren Sims vielleicht doch nochmal was? Ich bezweifle es irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber man könnte es ja fast meinen. Ich meine, Haru bringt sie zum Essen. Und Yui hat ja auch in der letzten Folge irgendwas getrieben, wo man sich gedacht hat, so, oh, was ist los? Lustig, was geht los da rein? Ich finde es lustig, dass Yui schläft, obwohl ihre Energie voll ist. Die Kleine ist der Hauptdame. Ja, gibst du der Kleinen was? Ja. Gott, Haru, was geht denn mit dir? Komm, Haru, weißt du, du kannst dich ja mal mit deinem Kind unterhalten. Anstatt Sport zu machen. Da schwärm von deinen Interessen mit deiner Clan. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht nochmal ein Kind versuchen. Nein. Oh. Oh Gott, der kleine Wurf. Also wenn Hina fertig ist, kann die echt mal eine Runde duschen gehen. Ja. Und dann soll sie sich mit Hund befassen. Hina, du müffelst ein wenig. Aha, Schwunger. Aber die Dinger werden noch aufgefüllt. Naja, die sind leer. Na gut, dann füll mal auf. Wer bist du? Hallo? Warum kommen hier immer Leute rein? Einfach so. Excuse me? Hallo? Entschuldigen Sie bitte, was tun Sie hier? Ich finde das lustig, dass immer wieder irgendwelche Leute in unser Haus kommen. Die läuft da einfach mal durch. Du denkst nur so, what? Komm, füll mal die Dinge auf. Ja, gleich. Ich glaube, wir müssen echt mal hier unsere Türen abschließen. Na, Friends de Bay. Hast du es gehört? Friends de Bay. Ja, entspann dich, Hund. Einmal füllen. Zweites Mal füllen. Ach, guck mal, das macht die. Ja. Ja. Und die ist verspielt. Ja, Iko. Na, ja, zur Verantwortung gekommen. Machst du denn? Man sieht ja gar nichts. Ja, ich wollte eigentlich kurz baden. Ja. Oh Gott. Oh. Oh, warum weinst du denn? Du bist doch glücklich, du hast doch was zu essen. Haru, ganz ehrlich, ich räum's Essen weg. Ah, Mama. Räum es auf, bitte, danke. Die Kleine will zu Mama. Mama hat Hunger. Aber sie kümmert sich halt auch um ihre Kleine, weil die Kleine hat ja auch nach Mama gerufen. Ja. Die Kleine war ja ganz schön traurig. Aber ich glaube, Yui... Obwohl es geht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Yui müsste echt mal langsam wieder ein bisschen hier Sport machen. Aber gut, doch nicht. Es sah nur so aus, als ob sie ein bisschen zugelegt hätte. Yui, nimm dir mal Rest. Ja, jetzt... Oh. Eieiei, Haru? Haru, wir müssen hier mal eine Runde erziehen. Nein. Die Leviten lesen. Oh, das gibt's irgendwie gerade gar nicht mehr. Da, die Leviten lesen. Haru?
so nicht. Oh. Oh. Jetzt ist er schlecht gelaunt. Nein. Da komm. Spiel ein bisschen mit deiner Kleinen. Und Hina, du bist fertig? Gut. Wo ist der Hund? Oh Gott, die pinst da rum. Geh mit raus und spiel ein bisschen mit ihr. Erstmal wollte sie gerade was mit ihrer kleinen Schwester machen, aber... Echt? Ja. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay. Komm, Hina. Setz den Nami mal da ab. Ah, guck mal. Ach Juna Gott. Und der Iko. Ja, voll süß. Jo, hallo, Hundi. Nicht den Hund anschreien, Hund. Die Fantasiefähigkeit hat sie erworben, die kleine Juna. Moment, das müssen wir uns mal genauer angucken hier. Was da abgeht mit Juna und dem Muffi. Ach Gott. Süß. Das ist schon niedlich irgendwie. Ja. Gut. Das ist auch süß. Kann sein, dass der Hund ganz schön dreckig ist. Sie soll ihr Geschäft draußen erledigen. Bring's deinem Hund bei. Oh, feines Wuffi. Aber nicht wieder die Pfütze schlecken, bitte. Ih, Hina. Und jetzt dippelt der Hund wieder rein. Und jetzt nochmal kennenlernen. Hundi, stopp. Leckerchen geben, weil sie es brav gemacht hat. Hina muss auch pipi. Hina muss mal eine Runde aufs Zöpfchen. Oh, 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 oh. Oh, er hat ein Würstchen noch gelegt, ein Häufchen. Den kannst du dann auch direkt wegwerfen. Irgendwie machen die schon wieder nichts. Irgendwas. Hä? Jetzt hat sie die eine Aktion nämlich abgebrochen mit dem Leckerchen. Tendenziell, weil der Hund irgendwas anderes. Der Hund sieht ein bisschen dreckig aus. Ich glaube, der muss mal gewaschen werden. Ja, aber das kann sie irgendwie gar nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Hund nicht jaulen. Mensch. Können wir sie nicht. Nee. Eigentlich kann sie nämlich auch... Nein, nicht gemein. Wieso kann man den Hund denn nicht waschen? Wir haben doch, glaube ich, schon mal... Haben wir Aiko nicht in einer der allerersten Folgen? Ja, ja, aber das hat ja der Haru gemacht. Vielleicht kann das auch nur der Haru. Dann streicheln mal dein Hündchen. Die denkt an ihre kleine Schwester. Und an Schnee. Das ist doch schön. Ach, süß, die Kleine hockt da auf dem Ding. Oh. Oh, was hast du denn, Kleine? Oh. Hina fühlt sich unwohl. Warum denn? Ihr muss pieseln. Ja, aber vorher war noch was anderes hier. Unausgewogene Ernährung. Halt zu viel schnelle Mahlzeiten und ist erst gegessen. Ja, Madame, dann musst du halt was ordentliches essen. Ja, ich würde sagen, Hina, du darfst dann aufs Klo. Ja. Du darfst den Topf benutzen. Was macht sie denn? Liest sie jetzt ein Buch? Ich habe keine Ahnung. Eieiei. Die Kleine geht ins Bett. Ah, Papa bringt die. Okay, ich habe gerade schon gedacht, was ist denn das hier für ein Krach? Jui spielt PC-Spieler. Ja, die braucht auch ein bisschen Spaß. Glaube ich. Nee, die hat eher Hunger. Der Haru braucht ja, glaube ich, Spaß. Auch nicht mehr. Jetzt hat er Spaß gehabt, wahrscheinlich. Aber Haru kann sich um die Kleine kümmern. Oh Gott! Haru kann die Kleine waschen, die sieht echt dreckig aus. Ja, irgendwie schon. Da, baden. Ja. Bade mal den Hund. Ach, die ist so süß. Die ist echt so niedlich. Bin voll begeistert. Wenn man was sehen würde. Hallo? Hund? Stell dich mal hier irgendwas in der Fresse. Sieht aber echt dreckig aus. Jetzt hat das abgebrochen, die Aktion. Bade deinen Hund. Los. Haru, Hund baden. Auf der Stelle, Haru. Ja. Was hat die Hina? Ach so, die fühlt sich unwohl wegen dem Essen. Ja. Ach, okay. Oh, sie räumt auf. Okay, dann räum auf, Hina. So, Haru, du nimmst dir dein Hündchen und du wäschst die.
Einmal durchgelaufen. Hina geht wieder im Bad abspülen. Ich weiß nicht, was die Familie für Probleme mit Küchenspülen hat. Ich auch nicht. Ah, jetzt wird die kleine Nami das erste Mal gebadet. Yay! Haben wir baden, ein Hühnchen. Oh, und sie hat Manieren gelernt, die Hina. Ja, klar. Oh Gott, die fühlt sich nicht gut vom Essen. Oh Gott. Jetzt geht sie spielen. Beschimpft. Warum denn, Hina? Der Hund? Wo ist der Hund? Der Hund ist weg. Der Hund ist verschwunden. Der Hund ist so klein. Oh, wie süß. Da steht sie in der Badewanne, der kleine Maus. Die braucht Spaß, die Hina. Du kleine Wutsch, du bist ganz schön dreckig, Nami. Hm, aber guck mal, sie wird schon sauber. Lustig, sie war wirklich dreckig. Hm. Oh, was ist denn so ein Dampfbad? Hallo, nein, wir wollen nicht mit dir sprechen. Wir wollen auch nicht, dass du vorbeikommst. Wir müssen uns aber mit Yui auch mal um ihre Arbeit kümmern. Ja. Wir brauchen Level 2 der Gärtnerfähigkeit und Pflanzenernten. Oh. Gut, Haru soll sich mal hier um Hund kümmern. Und dann schick doch. Oh, was macht sie? Ich mach sie. Gefühlvolles Spielen. Okay, Moment, das will ich mir angucken. Oh. Und sie schlägt das Ding wieder ins Gesicht. Nicht schon wieder. Ich weiß nicht, was die für Probleme hat, aber. Sie schlägt sich das Ständchen ins Gesicht. Estelo! Dann spiel du, Süße. Wir gucken, dass die Mama mal was schafft. Oh, ein bisschen arbeitet hier. Wir haben ja nicht umsonst hier Pflanzkübel. Wegen Halloween oder wegen paranormale Dings. Vampire. Ja. Was nehmen wir? Wir nehmen mal Blumen für Einsteiger, ja. Oder? Oder Früchte, Gemüse, Katzenminze, Kräuter, magische Pflanzen. Gemüse vielleicht? Katzenminze brauchen wir ja nicht. Ja. Mal Gemüse, ja. Na, im Prinzip können wir von allem mal eins holen. Ja. Also fast alle. Kräuter für Einsteiger vielleicht auch noch, genau. Ja, passt. In unserem Inventar finden wir hier was. So, wo sind unsere Samenpakete hier? Dann. Wir haben das eine sogar doppelt. Wir haben schon mal Gemüse für Einsteiger gehabt. Samenpaket öffnen. Wo sind die Samen? Da. Huch, nein. Wir können es nicht pflanzen. Doch, das passt schon. Okay. Dann pflanze einfach dreimal Taro an. Oh, gut ist so. Und das sollst du jetzt bitte pflanzen. Aha. Pflanzen und pflanzen. Sehr schön. Und die Gute kann auch mal wieder duschen gehen. Ja, aber erstmal soll sie auf jeden Fall ein bisschen pflanzen. Was macht der Haru Schönes? Er hat schon wieder Hunger. Der sitzt einfach nur da. Lerne Geschicklichkeit, mein Freund. Du kannst es gebrauchen. Lern mal was. Tu mal was fürs Köpfchen. Findest du lustig, dass die aufstehen? Und ja, jetzt setzt sich irgendwo hin und liest wahrscheinlich. Mhm. Guck mal der Yui doch mal zu beim Pflanzen. Ja. Gehen wir mal dahin. Yui, ist der nicht ein bisschen frisch? Wow. Yui, das ist ja... Aha. Okay. Kann man offensichtlich gerade nichts, oder? Doch, bewässern. Dann bewässern mal, meine Gute. Poken. Was ist das? Oh, Poken. Nein, wir haben hier keine Pokémon, liebe Yui. Sie hat Poken gesagt. Das klang wie Pokémon, also. Ach, sie wässert sogar alle drei gleich. Ja. Das ist ja sehr schön. Und sie fühlt sich unwohl, weil... Auch wegen den... Was ist denn das? Mikrowellenrahmen und Chips haben natürlich ihre Berechtigung, aber vielleicht wird es Zeit für ein richtiges Essen. Dann müssen wir mal richtig kochen. Tja. So, das war's. Jetzt müssen wir warten. Ah, das sind beide. Hier, spielt doch mal beide. Huch. Warum spielen die beiden denn nicht miteinander? Hallo, ich will an den kleinen Hund ran. Warum muss denn alles im Weg sein? Boah. Über Bellen belehren, bitte. Du kannst doch nicht ständig rumkläffen, Hund. Wir wollen keinen kleinen Kläffer. Nein.
Ich meine, du bist ein süßer Hund, aber nein. Da kannst du ja ein bisschen mit der Aiko. Ja. Was machen. Aber erstmal halt Nami über das Bellen belehren. Ja, das geht nämlich gar nicht hier. Nee. Ich find's aber lustig, wie die neuerdings sich keine Winterklamotten mehr anziehen, wenn sie rausgehen. Was ist denn falsch mit euch, Freunde? Aber immerhin Haro hat die letzte Level 2 der Geschicklichkeitsfähigkeit bekommen. Das heißt, er kann irgendwann auch mal... Oh Gott. Oh nein. Madame ist jetzt wählerisch. Tja, die hat halt eine Laune, Kinderlaune hier. Ja, jetzt wird's lustig. Mhm. Wird die Madame jetzt wählerisch? Eine kleine Mimi. Nein, das mag ich nicht und das ist doof. Und hier räum mal auf, Kind. Erstmal lassen wir mal den Kühlschrank gehen. Räum auf. Und nein, du nimmst dir keine schnelle Mahlzeit, Fräulein. Du isst was Ordentliches. Oh Gott. Hm. Personal einstellen. So reich sind wir nun auch wieder nicht. Ach, was haben wir hier denn Gutes? Haro könnte eigentlich mal was kochen. Nicht viel. Ich frage mich, wo ja Haro das Essen hingepackt hat, was der gekocht hat. Also pff. Unglaublich. Nein, du machst keine schnelle Mahlzeit. Ich wäre dafür, dass du guckst, dass du was... Aber sie kann nichts kochen. Och, ist das ein Käse hier wieder. Dann nehmt die Reste Maus. Es tut mir voll leid. Was hat die für Probleme? Die hat Hygieneprobleme. Sie hat Hygieneprobleme. Was haben wir denn hier wieder für ein Chaoshaufen? Geh mal baden, du. Kann man mal ein Schlammbad nehmen. Ja. Die kleine. Schläfchen. Bei der ist alles gut. Und der Rest ist gestresst und genervt und Energie geladen. Geh auf den Topf. Du hast eine volle Blase. Während des Duschens. Ach ja. Hörst du, das ist doch ein extra Raum. Der geht aber durch die. Durchs Bad ja durch. Ja. Oh, hallo. Haben wir denn noch? Ich kann sogar für die Tiere kochen, das ist halt geil. Ich müsste Haro kochen. Ja, ich habe nur gerade geguckt, was es noch so gibt, aber ich habe erstmal gesagt, er soll verdorbenes Essen aussortieren. Ja. Dann soll er kochen, der Typ. So, was gibt's denn? Ordentliches Essen mal. Tja. Eierrahm, Rinderrahm, Miso-Rahmen, Tacos, Rührei mit Speck, Tortilla mit Soße, Käse-Augäpfel, Gruselkekse, Schokoflakes-Kekse, Pfannkuchen, Buntbarsch aus der Pfanne. Oh. Ich würde aber eher, ich würde vielleicht den Taco-Auflauf mal machen, aber dafür haben wir das ja alles nicht. Ah ne, ist optional, okay. Mach einen Taco-Auflauf, gutsch da. Koch mal einen Taco-Auflauf für die und Familie. Was ist die Kleine, die isst? Die Kleine futtert wieder Kekse. Ja. Was hat sie denn? Sie fühlt sich unwohl, als schlechter Nachgeschmack, als schlecht zubereitetes Essen gegessen hat. Ja, kein Wunder, die Mutter hat es jetzt auch nicht so geil gebacken. Nee, die war nicht so gut. So, Haro, und bitte setz die Küche nicht in Brand. Ah, besser wäre das, Haro. Ah, ja, der macht jetzt erstmal die, räumt auf. Was machst du denn jetzt? Ach, sie macht wieder Häufchen weg. Das Kind ist so toll, die macht so viel von alleine ja, einfach. Ja, das stimmt. Ich bin so stolz auf sie. Ich auch. Die kleine Hina. Oha, der Hund ist dreckig. Oha, dann erstmal baden. Jetzt kann die Frage, ob Hina das kann. Nee, das gab's doch, glaube ich, nicht bei ihr. Ah, sie kann den Hund herbeirufen, auch voll cool. Nee, leider nicht. Ja, dann lass doch Yui das schnell machen. Also sie ist echt schlecht. Oh nein. Da sind sie herumgetreten, oh kein Wunder. Aber gut, Yui hat nichts mehr zu tun. Hallo? Kann sie ja Eco baden.
Dann sollst du mal den Hund baden, weil der hat dreckig. Echt nötig. Ja. Hab ich so geguckt. Was will die denn jetzt schon wieder? Der Wo kommt denn Nami auf einmal her? Wenigstens ist Nami wieder sauber. Oh, die will Techtelmechtel. Was macht sie jetzt schon wieder? Sie erzählt ihrem Ding eine Geschichte. Ach, sie ist süß. Komm, wir gucken uns das noch schnell an, wie die... Aber schau. Ich glaube, jeder hat früher seinen Kuscheltieren so Geschichten erzählt. Mir ist jetzt gerade eingefallen, wir wollten ja zum Jugendfest, aber ich glaub, das so ist viel, vorbei. Wie da jetzt los war... Ja, vor allem ist es, ja... Voll süß. Ja? Oh Gott. Nerd. Die Hina ist einfach nur nicht gut drauf. Nee, ja, geh. Irgendwie nicht so. Guck halt Fernseh, Süße. Der Auflauf ist im Ofen. Yay. Und ja, dann würde ich aber sagen, mit diesem schönen Auflauf im Ofen werden wir diese Folge nun beenden und uns von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn wieder mal ein bisschen Chaos geherrscht hat. Ein so wenig. Dezent. Die Hina eine böse Angewohnheit sich angewöhnt hat. Wir sind jetzt mäkelig beim Essen. Kind geht durch eine Phase. Ganz schlimm. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, Sims kommt ja immer dienstags und samstags. Dienstags um 17 Uhr, samstags um 14 Uhr. Dann lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts mehr. Kein Video. Ja. Und ja, wenn ihr euch sonst irgendwie gerne mit uns austauschen möchtet, auf dem Laufenden bleiben möchtet, kommt gerne auch bei uns auf Social Media vorbei. Die Links findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und ja. Das war's eigentlich. Ja. Alles Nennenswerte gesagt. Ja, da bleibt uns nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen noch. Oder auch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ja. Dann bis am Samstag. Macht's gut!